En informatique, on offre deux ateliers aujourd'hui, art et intelligence artificielle et celui qu'on filme aujourd'hui qui est dans la peau d'un robot. Ces ateliers sont offerts soit aux classes pendant l'année scolaire, soit aux individuels pendant les vacances scolaires. Bis lo, also ganz flott, das ist eine flotte Aufführung. Was ja von der Robotik, wo können Tiere, wo sind wir drin, wo gehen wir hin? Das ist einerseits Theorie, das ist ganz flott, aber ganz kurz. Und die praktischen Dinge mit der Programmation vom Roboter als flott für die Schüler ganz verständlich, das fand ich super. Pour moi, c'est très intéressant parce que les élèves ils sortent un petit peu de leur cadre scolaire. L'atelier se déroule de la manière suivante. Au début, on fait une présentation théorique du sujet. Ensuite, on fait une petite activité pour bien comprendre comment ça fonctionne, sans ordinateur. Et à la fin, on programme quelque chose sur le robot pour voir comment le robot Alpha Mini réagit. Sie mal heute kommen am Gebäude und sehen eine Sache gewesen über Roboter, halt neue Sachen, wo man nicht von der wusste. War flott, es war eine coole Experience. Es hilft auf alle Fall, für die Mathe, die man in der Schule zu machen, besser zu verstehen und den Lien zu ihrem Alltag besser zu sehen. Und eventuell auch effektiv ein mehr großes Interesse in dem Weg von ihrem Alltag zu gewinnen. Wie in so ein Code aufstellt und was da so ein AI und was, worin kann ich da so unterscheiden und ja, das war so ganz interessant. L'objectif de l'atelier est de permettre aux élèves de tester l'informatique pour savoir si oui ou non ils aiment l'informatique avant de dire non, c'est pas pour moi.